Also nach dieser fulminanten Einführung habe ich den riesigen Vorteil als Moderator, dass ich mir eine Einführung sparen kann. Das ist ganz, ganz fantastisch. Wirklich Gratulation. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema auch, über das wir jetzt ein bisschen diskutieren wollen. Vielleicht das Megathema des nächsten Jahrzehnts, würde ich sagen. Ende der unipolaren Weltordnung hat Clemens das genannt. So sehe ich es auch. Die Grafiken haben eher darauf hingedeutet, dass die beiden Regionen Amerika, USA und China sich in einem Wettlauf befinden. Das wäre schön, denke ich mal. Der Wettlauf zeichnet sich ja dadurch aus, dass beide versuchen, schnell zu laufen und als Erster anzukommen. Und sozusagen, das setzt bei beiden Dynamik frei, die aber positive Dynamik ist. Und es könnte aber sein, dass der Kampf um die Hegemonie in der Welt eher eine Form von Kampfsportart sein könnte, in der eigentlich keiner von beiden so richtig, nicht? Also die Boxer, die sich begegnet haben, denen geht's beiden schlechter als vorher, würde ich sagen, auch wenn einer gewonnen hat. Und wenn das die Situation ist, dann ist das Bild etwas unglücklicher, würde ich mal sagen. Aber genau das zu eruieren, ist Sinn dieses Panels. Und wir haben das Glück, dass wir das diskutieren und vertiefen können mit Experten, die die unterschiedlichen Bereiche dieses Wettkampfs, will ich mal neutral nennen, abdecken. Also das Interessante an diesem Wettbewerb ist ja, dass er entlang aller Dimensionen stattfindet, kann man sagen. Es ist eben nicht nur ein wirtschaftlicher Wettbewerb um wer wächst schneller. Es ist ein Innovationswettbewerb. Es ist potenziell ein militärischer oder geopolitischer Wettbewerb. Und es ist möglicherweise auch ein Wettbewerb, der ganz andere Instrumente noch ans Tageslicht bringt, nämlich die Finanzmarktinstitutionen und Dinge wie die, wer hat die Reservewährung und so weiter. Und wir haben glücklicherweise genau vier Personen, die diese Punkte alle abdecken. Und ich darf jetzt kurz das Panel vorstellen. Das ist zu meiner Rechten ganz außen. Es ist Professor Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Kieler Universität. Das ist zum Zweiten auf meiner Rechten Monika Schnitzer, Professor Monika Schnitzer, die bereits schon vorgestellt wurde. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle noch ergänzen, warum sie sozusagen in dieser Position jetzt besonders wichtig ist. Sie war lange Mitglied der Institution in Deutschland, die Bundesregierung in Sachen Innovation berät. Und sie hat diese Position dann wahrscheinlich irgendwie wegen auch der überbordenden Arbeit, die damit zusammenhängt, abgegeben, als sie dann auch noch in den Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eingetreten ist. Was ja auch ein richtiger Knochenjob ist, aber auf der anderen Seite einen auch wirklich als Experten ausweist und noch weiter zum Experten macht. Also ganz toll. Dann habe ich zu meiner Linken Herrn Dr. Peter Wittig, der auf eine lange Karriere im Bereich der praktischen Außenpolitik zurückblicken kann. Er war Botschafter in London, er war Botschafter in Washington für Deutschland und er ist derzeit ein bisschen die Seiten gewechselt sozusagen, Head of Global Affairs bei der Schaeffler Group. Und ganz zu meiner Linken Dr. Wolfgang Fink, der wirklich genau den Bereich Finanzmarktinstitutionen, Finanzmärkte abdeckt, wie man sie ihn nicht idealer besetzen kann als CEO von Goldman Sachs Europa. So, und jetzt habe ich auch schon ein bisschen die Struktur, wie ich mir die Diskussion vorstelle, offenbart. Ich will eigentlich allen vier Personen mehr oder weniger die gleiche Frage stellen. Nämlich, was sie sich von diesem Wettbewerb entsprechend dieser unterschiedlichen Dimensionen so erwarten, wie dieser Wettbewerb abläuft, wie positiv oder negativ, boxkampfmäßig oder 100-Meter-Laufmäßig der so abläuft. Und dann aber in einer zweiten Runde oder vielleicht auch, das will ich gerne anheimstellen, in der zweiten Runde sozusagen vertiefen, was bedeutet das jetzt für Europa? Also was wäre die Empfehlung
für die Europäische Union oder ihre Mitgliedsländer in diesem Kampf um hegemoniale Macht sich zu positionieren? Wie soll man sich da positionieren? Und ich würde gern anfangen mit Gabriel Felbermayr, der auch öffentlich sehr wirksam in dem Zusammenhang über Freihandelsabkommen geschrieben hat in jüngerer Zeit. Und ich habe gelesen, Gabriel, du hast dich geoutet, also für ein TTIP. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, wir dürfen die Beziehungen und die Handelsbeziehungen zu China nicht vernachlässigen und zugunsten der USA aufgeben. Zunächst mal klingt das natürlich ein bisschen, wasch mir das Fell und macht mich nicht nass und so weiter. Und wie muss ich das verstehen? Ja, vielen Dank, Kai. Die Frage passt ja eigentlich schon zu einem zweiten Thema, nämlich was sollen wir in Europa angesichts dieser Konstellation tun? Und vielleicht möchte ich vorher noch etwas gelegt hat, nämlich die Frage, wie geht denn dieser Wettbewerb aus? Wo führt denn der hin? Ich glaube, da sind wir uns doch schon relativ einig. Es gibt ja, wir machen das in Kiel, aber die Weltbank macht das auch. PricewaterhouseCoopers hat das gemacht, so Langfristprognosen anzustellen. Und es wird natürlich so sein, Clemens hat es ja auch gesagt, China wird den USA weiter enteilen, auch in Dollar gerechnet. Das ist für manche, für die Finanzmärkte ist das nicht irrelevant. Die Kaufkraftparität ist eine künstliche Recheneinheit. Da geht es dann immer dann noch um echtes Geld, um Dollar oder um Euro. Also China wird den USA enteilen. Aber das ist auch relativ klar schon in all den Langfristprognosen. China hat eine schlimme Demografie. Und das wird dazu führen, dass es in der Mitte der 2040er Jahre, plus oder minus ein paar Jahre, Peak China geben wird. Aber an diesem Peak China ist es absehbar, dass China die größte Volkswirtschaft der Welt ist, mit großem Abstand vor den USA und mit großem Abstand vor Europa. Das heißt, wenn du das Boxer-Analogie machen möchtest und an Wirtschaftsgröße misst, wer als Sieger vom Platz geht, dann ist das fast unausweichlich China. Aber ich glaube, die Boxer-Analogie, die trägt nicht wirklich so weit, weil das sind zwei, die sich da gegenüberstehen im Boxring. Und die Welt hat aber, Herr Wittig, wir haben 225 UN-Mitglieder oder sowas. Ne? Die WTO hat 164 Mitglieder, das sind ganz viele Länder. Wir können uns, glaube ich, schon in diesem Wettbewerb mehr vorstellen als nur die zwei Boxer, sondern eben auch Teams oder Koalitionen. Den Westen als so ein Club vielleicht mit Ländern, die ähnliche Werte haben, ähnliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme. Und dann sind wir bei der transatlantischen Idee. Denn wenn China größer sein wird als die USA jeweils und dann auch größer als Europa, wenn die EU und die USA sozusagen zusammenarbeiten, das sagen auch diese Prognosen, dann werden die gemeinsam noch mehr Wirtschaftskraft auf die Waagschale bringen als China 2040 bis 2045 und dann wird man gemeinsam Augenhöhe erreicht haben, die wir, wenn wir nicht kooperieren, verlieren würden. Und deswegen war ich, als TTIP diskutiert wurde 2013 bis 15 oder 16, war mich klar, dass das geostrategisch notwendig ist, ohne sich jetzt sozusagen unterbuttern zu lassen von den USA, ohne damit sozusagen nachzubeten, was aus Washington kommt, sondern um auch gegenüber China Augenhöhe für Europa zu bewahren, was uns auch Freiheitsgrade geben sollte, mal abzuweichen aus Washington vorgegebenen Linie. Also wenn wir jetzt über strategische Autonomie sprechen, dann muss die beinhalten, gleichzeitig mit den USA kooperieren zu können und mit den Chinesen und vielleicht zukünftig auch mit Indien eine Augenhöhe in den Diskussionen zu haben. Und das führt natürlich jetzt schon auf die, das ist ein bisschen schmitten in der Frage, was kann man in Europa tun. TTIP hast du genannt, das würde ich so nicht mehr sagen. Na, die vier Buchstaben sind verbrannt, alle, die da mitgemischt haben, sind mit einer blutigen Nase vom Feld gezogen. Ich glaube aber, dass sozusagen die Konstellation heute eine bessere ist, um transatlantische Zusammenarbeit zu promoten, weil es eben nicht mehr darum geht, nur Wettbewerbs- oder Handelsbarrieren abzubauen, die Zölle abzusenken, sondern ich glaube, es ist jetzt doch deutlich sichtbarer geworden in viel größeren Zusammenhängen, dass transatlantische Zusammenarbeit notwendig ist,
aus geostrategischen Gründen oder auch für den Klimaschutz. Da passt dann die Idee des Klimaclubs dazu, der auch transatlantisch seinen Start haben könnte. Dazu gehört auch die Frage, wie geht man mit Ländern um wie dem Vereinigten Königreich, Kanada, die dazwischen stehen zwischen der EU und den USA und die man in so eine transatlantische Kooperation einbetten wird müssen. Die passen dann natürlich hinein. Nicht? Und wenn wir nur TTIP sagen und nur die EU-27 und die USA im Kopf haben, wäre das vielleicht kleiner, als man es anlegen kann. So viel dazu mal. Vielen Dank. Cool. Wenn es unmittelbare Reaktionen gibt, bitte, sollten wir die irgendwie ergreifen. Ansonsten würde ich nach der Choreografie einfach weitergehen. Und da ist dann die nächste Frage. Es gibt diesen Innovationswettbewerb, diesen Innovationsdruck in beiden Ländern. Also wenn man sich die Statistiken über die Publikationen, die aus China kommen beispielsweise, anschaut, ist ganz erschütternd, dass wie viele das sind, also wie mächtig die sind. Und meine Doktorandinnen und Doktoranden sagen in der Regel, ach, das sind doch Kopisten und die können doch nicht innovativ denken und so weiter. Und ich glaube, von diesem Vorurteil muss man sich verabschieden. Das mag vielleicht irgendwann mal gegolten haben, wer weiß, aber derzeit scheint das, die Zahlen scheinen es nicht herzugeben, aber ich will nicht vorgreifen. Wie ist dieser Wettbewerb im Bereich Innovation, Patente? Ist der gut oder ist der schlecht? Also auf der einen Seite gibt es dieses Decoupling, denke ich. Auf der anderen Seite wäre es ja schön, wenn beide viel innovieren, wie ich jetzt gelernt habe, auch in deinem tollen Vortrag zum Thema Wettbewerb. Kann ich dir den Ball einfach so zuspielen? Ja, sehr gern. Also du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ich vorher in der Expertenkommission Forschung und Innovation war. Und wir sind zweimal in China gewesen und tatsächlich vor 10 Jahren beim ersten Mal haben wir bei dem Besuch den Eindruck gewonnen, ja, die kopieren. Wir müssen aufpassen, dass unsere Unternehmen, die da hingehen, sich nicht alles abgucken lassen. Die haben auch schöne Strategien entwickelt, um das zu verhindern. Und wir waren damals so mit dem Glauben zurückgegangen, na ja, aber wirklich innovativ sind die nicht. Da sind die in dem System gar nicht dazu angeleitet und ausgebildet. Und tatsächlich stellen wir inzwischen fest, natürlich sind die innovativ. Nicht nur, dass sie viele Patente entwickeln, sondern sie entwickeln auch inzwischen sehr hochwertige Patente. Sie holen also wirklich auf. Und was machen wir? Wir holen eben nicht auf. Wenn wir uns mal anschauen im Bereich KI-Patente, da lagen wir als Deutschland vor 15 Jahren bei einem Anteil von 6% der Patente weltweit. Vor 5 Jahren waren wir noch bei 3%. Jetzt könnte man sagen, gut, das liegt daran, dass eben jetzt China so aufgeholt hat, aber die USA hat im gleichen Zeitraum ihren Anteil gehalten. Das heißt, die haben irgendwas besser gemacht. Und an der Stelle müssen wir uns schon fragen, warum schaffen wir das nicht? Und wo müssten wir nachbessern? Und tatsächlich liegt es für meine Begriffe schon sehr stark daran, dass wir diesen Themen, beispielsweise Digitalisierung, in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Dass wir viel zu spät anfangen mit diesem Thema, das in die Schulen nicht wirklich reinbringen. Es ist eben so, wir wissen alle, wir hatten vorhin von einer Künstlerin gehört, die, ich glaube, Pianistin ist. Da weiß man, wenn man Pianist werden will, dann muss man ganz früh anfangen. Sonst wird man nie Weltpianist oder Weltpianistin. Und genauso ist das in der Informatik. Wenn ich ein wirklich ganz toller Informatiker oder Informatikerin werden will, muss ich sehr früh anfangen. Die Beispiele aus den Vereinigten Staaten zeigen, die haben da schon in der Grundschule angefangen und nicht erst im Studium. Das haben wir bisher überhaupt nicht ernst genommen und es gibt sogar Widerstand dagegen, das in die Schulen mehr reinzubringen. Also da schaden wir uns, glaube ich, wirklich selbst. Und dann fragt man sich, um nochmal auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, würden wir gewinnen, wenn wir jetzt unsere Unternehmen fusionieren lassen würden? Warum sind wir nicht in der Lage gewesen, den Hochgeschwindigkeitszug so zu entwickeln, dass wir in China damit reüssieren? Wir sind inzwischen, ja, das kann man vergessen, die machen es eben inzwischen selber. Und ich glaube, es lag nicht daran, dass wir hier irgendwelche Fusionen zugelassen haben, sondern, ja, jetzt kann man sich fragen, woran liegt es? Also haben wir bei uns nicht genügend ausgebaut? Fehlt es bei uns an der politischen Unterstützung? Wehren wir uns zu sehr gegen diese Sachen? Ich glaube, sowas muss man aufarbeiten, denn am Ende liegt es dann tatsächlich auch an den Unternehmen schon selbst, aber möglicherweise eben auch an den Rahmenbedingungen. Und die muss man so verbessern, dass es was wird. Und an der Stelle muss man sich ehrlich machen und sagen, das allerhöchste Eisenbahn, sonst werden wir überrollt. Okay.
zugehört. Hier sitzen ja eine Reihe von Personen, die innovative Unternehmen betreiben. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Aber ich glaube, die Personen, die hier sind, machen das ohnehin schon in erheblichem Umfang. Ja, damit gehe ich weiter und wende mich den geostrategischen Aspekten zu. In dem Zusammenhang ist sozusagen das konstruktive Element dieses Wettbewerbs wahrscheinlich am wenigsten ausgeprägt. Also bei Geostrategie, da denkt man irgendwie an eher brutalere Instrumente des Wettbewerbs bis hin zum militärischen Konflikt. Und wir haben uns ja auch gestern ein bisschen darüber unterhalten, sozusagen die Konfrontationen, die da sind, über die Thukydides-Falle und so weiter. Wie schätzen Sie das ein? Sie beobachten ja die amerikanische und die europäische Politik seit vielen, vielen Jahren. Wie ernsthaft ist zum Beispiel die Bedrohung dadurch, dass wir in so einen Konflikt einfach aus Versehen mehr oder weniger hineingeraten? Und haben Sie Rezepte, wie man daraus rauskommt? Ja, ich glaube, Herr Konrad, Sie haben das angedeutet in Ihren einführenden Bemerkungen. Das Verhältnis zwischen der USA und China ist, wenn man so will, die strategische Achse, um die sich das internationale System, die internationale Ordnung drehen wird, im nächsten Jahrzehnt, vielleicht sogar über weite Strecken dieses Jahrhunderts. Und die große Frage ist, wird dieses Verhältnis sich eher antagonistisch entwickeln oder wird es sich auch kooperativ entwickeln können zwischen diesen beiden Weltmächten? Und ich glaube, da ist die Zukunft noch offen. Das kann man nicht sozusagen, ist nicht vorherbestimmt. Aber wenn man auf die Gegenwart guckt, dann hat man doch den Eindruck, hier rollen zwei Züge aufeinander und die antagonistischen Elemente in diesem Verhältnis nehmen zu. China nach eigenem Bekenntnis hat den Anspruch, Weltmacht Nummer eins zu werden. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch. Dahinter steckt ein chinesisches Verständnis, wieder zum Zentrum der Welt zu werden, zum Reich der Mitte, um das Zentrum der Welt zu sein. Das ist stark ausgeprägt und das wird auch unterlegt, wenn man so will, durch einen Zeitplan, den man sich vorgenommen hat. Und die USA hingegen natürlich, und da gibt es auch eigentlich einen Konsens in Washington, möchten diesen Aufstieg Chinas stoppen. Sie möchten es verhindern oder verzögern, dass China die größte Weltmacht wird. Und sie möchten vor allen Dingen die Dominanz Chinas in der Geopolitik und auch sozusagen einen Systemwettbewerber eher in die zweite Reihe verweisen im Systemwettbewerb zwischen demokratischen und autoritären Systemen. Also dieses ist, glaube ich, schon eine sehr antagonistische Anlage in dem Verhältnis. Und die Frage, die sich dann sofort stellt, wo steht Europa? Und hier würde ich Herrn Felbermayr zustimmen wollen. Für uns gibt es auf der einen Seite keine Option für eine Äquidistanz. Wir können uns nicht sozusagen irgendwo versuchen, in der Mitte durchzulavieren, denn die Gefahr ist, dass wir zwischen die Mühlsteine geraten, dass wir bei auch einem sehr antagonistischen wirtschaftlichen Verhältnis Einbußen erleben, sondern wir müssen uns zusammenfinden mit den USA. Also im Grunde ein transatlantischer Moment, aber wir dürfen uns auch nicht in diese, man muss manchmal fast sagen, kalte Kriegsstimmung der USA hineinziehen, diesen in antagonistische Richtung fahrenden Zug aufspringen. Das ist für uns meines Erachtens keine Option. Wir müssen uns also klug Staatskunst navigieren zwischen diesen beiden Elementen und auf die, Herr Felbermayr hat es gesagt, auf die europäischen Stärken besinnen. Wir sind keine Weltmacht geostrategisch, aber wir sind eine Welthandelsmacht. Und wir sind auch noch gut im Standard setzen. Und wenn wir das zusammen mit den USA tun, ohne uns hineinziehen zu lassen in einen Konflikt, der nur übel enden kann,
dann sehe ich gewisse Chancen, dass wir zu einer Nuancierung dieses Verhältnisses kommen mit China. Wir werden Partner sein in wichtigen globalen Fragen, Klimaschutz ist einer davon. Wir werden ökonomische Rivalen sein, Wettbewerber sein, im Kampf um die besten Innovationen. Wir werden auch möglicherweise ein Stück wirkliche Rivalen werden, vielleicht auch mal Feinde werden. Wenn es zum Beispiel um Taiwan geht, so sieht es die USA. Aber wir müssen das kalibrieren. Wir wollen eben nicht nur Gegner sein, sondern wir wollen auch Partner sein können. Wenn ich da ganz kurz nochmal nachfrage, wie groß beurteilen Sie die Gefahr eines Zufälligen, eines Inzidents, der dann einfach eskaliert und zu einem militärischen Konflikt auswächst, den eigentlich keiner will? Die heißeste Kiste, wenn ich so sagen darf, ja, ist Taiwan. Da sind sich, glaube ich, viele, viele China-Kenner einig. Warum? Ich glaube, der Präsident Xi hat sich geschworen und auch eigentlich dem chinesischen Volk versprochen, Taiwan heimzuholen, wenn ich das in Anführungsstrichen so sagen darf. Die USA haben, Taiwan ist nicht Mitglied der NATO, klar, aber sie haben eine militärische Beistandsverpflichtung ausgesprochen und sie werden darum kämpfen, das Seerecht, die internationale Rechtsordnung auch in diesem Raum, die ja auch wirtschaftlich vital ist für die westliche Weltwirtschaft, aufrechtzuerhalten. Und da mag es möglicherweise Fehleinschätzungen geben der Kontrahenten und sowas kann auch immer mal schiefgehen. Ich rechne jetzt nicht in den nächsten Jahren mit einem Krieg, aber man muss sich darauf einstellen, dass dieser Wunsch Chinas, Taiwan sozusagen zu sich heimzuholen, nicht vergeht. Und das wird ein Konflikt in der einen oder anderen Weise hoffentlich nicht militärisch bedeuten. Ich komme damit zu dem Bereich, der mich persönlich jetzt am meisten interessiert. Nicht zuletzt, weil es der ist, über den ich am wenigsten weiß. In der Presse steht viel über Handelsabkommen, es steht viel über Innovation, es steht viel über militärische Konflikte. Es steht nichts eigentlich über die Konfrontation zwischen den USA und China in Hinblick auf die globale Finanzordnung. Und wir wissen, die globale Finanzordnung ist mindestens so wichtig wie die reale Ökonomie wahrscheinlich. Also jedenfalls ist sie mindestens für so viele Krisen verantwortlich wie die reale Ökonomie, sage ich mal. Und jetzt, die Fragen, die sich mir da aufdrängen, ist, warum hört man da nichts davon? Ist das irrelevant oder gibt es im Hintergrund da sozusagen Kontroversen und Konflikte? Und wie muss ich mir sozusagen vorstellen, dass sich das auswirken könnte? Und was bedeutet das dann für Europa? Gerät Europa damit unter die Räder oder kann man sich da rausziehen? Ja, gut, das ist eine ganze Reihe von Fragen. Tut mir leid, ja. Ich würde auch sagen, also unsere Diskussion zeigt ja, es gibt verschiedenste Ebenen. Es gibt diese systemische Frage, der Wettbewerb der großen Systeme, es gibt die handelspolitische Frage, es gibt natürlich eine technologische Frage und es gibt natürlich auch eine finanzpolitische Frage. Jetzt Ihr Punkt, dass das nicht so präsent ist, absolut richtig. Wir müssen ja sehen, dass China mit den ambitionierten Wachstumsplänen, die China verfolgt, natürlich diese Pläne auch finanzieren muss. Das sind immense Finanzierungsbedarfe. Dann ist die chinesische, also China, wenn man das jetzt mal so sagen darf, also das System dort, eigentlich noch relativ geschlossenes finanzielles System. Ja. Natürlich gibt es Kapitalimporte nach China und auch Kapitalexporte von China. Aber ein Großteil der Finanzierung der Aktivitäten dort läuft doch noch über ein sehr traditionelles halbstaatliches Banksystem mit einem relativ großen Schattenbankensystem. Und insofern ist das Risiko für den Souverän dort, dass sozusagen die Maschine mal in Stocken kommt, weil die Schmiermittel fehlen, also sozusagen die Finanzierungs- und die Finanzierungstransformation dort nicht funktioniert, ist relativ groß. Wenn Sie internationale Kreditgeber sehen, die analysieren, was passiert in China, stehen ganz oben auf der Liste
steht die Immobilienwirtschaft in China, ja, die immer sehr genau beobachtet wird, weil es relativ opak ist, was dort passiert. Und weil das natürlich ein Auslöser sein kann, wie in anderen Geografien weltweit, wie wir gesehen haben, für Krisen. Das zweite Thema, das ganz oben steht, ist die Verschuldung der Gemeinden oder der Municipalities. Auch das ist ein ganz schwieriges Thema, die hohe Verschuldung dieser Gebietskörperschaften dort und die Frage, wie viel Transparenz besteht zu dieser Verschuldung. Und dann schließlich drittens das, was wir Schattenbankensystem nennen, das auch relativ schwierig zu greifen ist in China, wer eigentlich welche Lending-Beziehungen hat. Die Daten sind da auch nicht sehr verlässlich. Das heißt also, Sie haben da ein System, das in sich gesehen für die Finanzierung dieses Aufbruchs, dieses Wegs zur Spitze sozusagen gerade stehen muss, das aber in sich gesehen relativ antiquiert, wenig transparent und vermutlicherweise auch nicht sonderlich performant ist. Ja. So, und wenn Sie das berücksichtigen, dann werden Sie auch sehen, dass China ein hohes Interesse daran hat, so wie wir das beobachten, dass natürlich internationales Kapital da auch hinfließt, dass eben auch internationale Kreditgeber da sind, die wiederum einfordern oder sehr nervös sind, wenn gewisse Standards nicht eingehalten werden. Sie können sich das in letzter Woche sehr anschaulich ansehen, als da die Regeln für gewisse Online-Services verstärkt wurden und entsprechend die Märkte dort eingebrochen sind in einer Radikalität. Das heißt also, der Souverän dort muss sehr sauber, sehr vorsichtig ausbalancieren, wie sehr er eben diese scheuen internationalen Rehe verschreckt und dann eben diese Mittel nicht mehr zur Verfügung hat. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, Sie wollen ja auch als Regierungserklärung in China auch Wohlstand für die Menschen dort schaffen. Sie haben richtigerweise auf die Alterung und hingewiesen. Wie ist das denn mit der Alterssicherung in China? Was für Lasten kommen da sozusagen auf die Gesellschaft zu? Wie werden die finanziert? Also das sind auch Riesenthemen, die die institutionell noch bewältigen muss. Und dann der letzte Punkt ist, wir dürfen auch nicht vergessen, dass aufgrund der Überschüsse, die dort erwirtschaftet werden, China natürlich auch ein großer Kreditor ist, also Gläubiger in der Welt. Wenn Sie an die Schuldtitel in den USA denken, die von chinesischen Adressen gehalten werden, weniger Eigenkapitalmarkt, mehr, genau umgekehrt, die USA investiert mehr Equity und weniger Debt und China investiert mehr Debt und weniger Equity. Heißt also, auch da besteht ein großes Interesse an der gewissen Stabilität der Finanzmärkte, weil das sind ja Investments, die aus China raus in die sozusagen westliche Welt gegangen ist. Diese Interdependenz führt meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt dazu, dass man dieses System eher vorsichtig behandelt und eben keine radikalen Schritte tätigt, um eben diese Finanzierung auch in Zukunft sicherzustellen. Das kann sich natürlich ändern. Freie Konvertibilität der Währungen, mögliche Reservewährung Renminbi, das sind alles Diskussionen. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, einfach nur in der Entwicklung. Die Entwicklung lehrt uns aber auch, dass China sehr schnell lernt, sich Innovationen auch, sagen wir mal, einkauft und die dann adaptiert. Und diesen Prozess sehen wir im Finanzgewerbe auch. Also das findet dort sehr, sehr aktiv statt, dass man eben sozusagen da auch die eigenen Regelungen überarbeitet und versucht, eine schrittweise Öffnung hinzubekommen. Ich denke, da sind wir eben einen Schritt weit zurück hinter dem, was wir in anderen Bereichen beobachten. So, jetzt die Frage zu Europa in aller Kürze. Wurde ja schon angekündigt. Erstens würde ich mal sagen, entschuldigen Sie, dass ich das per Schlagwort mache, aber fit for purpose. Ja? Also bevor wir jetzt immer über China reden und der Bedrohung von Europa, müssen wir überlegen, was setzen wir dem da entgegen? Ich glaube, es wurde ein paar Mal jetzt schon sehr pointiert gesagt. Wenn jetzt natürlich der deutsche Spezialsektor ein Problem hat und der französische und der luxemburgische, wird es schwierig. Ja, also die Idee, kann man eben europäische Institutionen in der Richtung stärken, vis-à-vis einem so, sage ich mal, dann doch fokussiert und geschlossen auftretenden Handelspartner. Der zweite wäre sozusagen pick your spot. Alles eben ein Problem. Es gibt Bereiche, mit denen man in China sehr gut zusammenarbeitet. Wir haben vorhin auch über Klimawandel gesprochen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wo man zusammenarbeiten wird müssen. Es gibt auch Spezial-Services und auch Handel, Waren, die China braucht für den Aufbau. Und da merkt man auch in den bilateralen Gesprächen, dass sie da doch sehr flexibel sind. Plötzlich kriegt man ein 100%. Wo eigentlich? China ist da durchaus anpassungsfähig. Und der letzte Punkt Richtung Europa, Diversifizierung. Nicht? Also wir müssen auch wirklich überlegen, wo sollen denn dann unsere Märkte der Zukunft sein, wenn es mit China schwieriger wird. Da fällt einem ein, wie wäre es mit ein bisschen mehr Europa? Auch da gibt es ja noch genügend Handelshemmnisse, die im bilateralen europäischen, also Güter- und Dienstleistungsverkehr existieren. Zweitens,
Was ist die ganze Frage Südamerika? Was sind die ganzen Anrainerstaaten von China? Und ich glaube, da gibt es inzwischen auch viele Initiativen, die sagen, wir müssen eigentlich da Europa stärken und europäische Unternehmen stärken, um Gegengewichte zu bilden. Ja, spannend. Also mir liegen noch verschiedene Fragen auf der Zunge. Die Zeit allerdings schreitet rasend voran. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine kurze Fragerunde. Herr Wittig, ich mache mir natürlich persönlich Sorgen, dass wir über diesen Taiwan-Konflikt in Europa in einen militärischen Konflikt hineingezogen werden. Wie groß ist diese Sorge? Kann man sich vorstellen, dass die beiden sich behaken und Europa friedlich vor sich hin? Oder wie sehr würde das automatisch Europa mit an Bord bringen? Ja, ich glaube, Sie können noch eine Weile ganz ruhig schlafen. Okay. Das wird jetzt nicht vor der Tür stehen, sondern das ist ein doch vergleichsweise explosiver Konflikt, der da sich am Horizont auftut. Aber ich sage noch mal, die Zukunft ist auch offen. Es gibt natürlich auch China-Kenner, die sagen, es ist jetzt nicht ausgemacht, dass dieser autoritäre Kurs von Präsident Xi 20 Jahre lang überlebt. Der Präsident Xi hat eine Entscheidung getroffen, sich sozusagen quasi lebenslang zum Präsidenten zu machen. Und viele China-Kenner sagen, das ist möglicherweise seine größte Herausforderung, weil er damit auch innenpolitisch Gegner weckt, die ihn möglicherweise irgendwann stürzen können. Ja, das ist Spökenkickerei. Aber es ist diese autoritäre Wendung ist etwas, was möglicherweise fragil wird, verletzlich wird. Also ich will damit sagen, es gibt hier Chancen, auch wieder möglicherweise irgendwann an einem Wendepunkt China wieder auf einen Weg größerer Kooperation zurückzuholen. Und das mag auch für die USA einmal wieder stärker Platz greifen, wo im Augenblick obwaltet sozusagen eine eisenharte Handlung, Haltung gegenüber China, und jeder, der in Washington im Kongress eine flammende Rede gegen China hält, kriegt den meisten Applaus. Ja. Aber das ist auch ja dann den Zeitläuften etwas überlassen, und da möchte ich eigentlich nicht behaupten, ich hätte eine Kristallkugel in der Hand. Vielen Dank. Monika, noch eine Frage an dich. China definiert so 10, glaube ich, Kerngebiete, in denen sie Weltführerschaft anstreben. Ich arbeite natürlich in Deutschland, deswegen interessiert mich das ganz besonders. Aber was wäre denn jetzt die deutsche Antwort darauf? Soll man versuchen, entlang all dieser 10 Kernkompetenzen oder auch europäischer Ebene, die europäische Antwort entlang all dieser Kernkompetenzen gegenzuhalten? Oder soll man einzelne Kernkompetenzen sozusagen sehr stark in den Vordergrund rücken und sagen, reicht, wenn ich mit 10 Patenten produzieren muss und mir gehört wenigstens eins, dann habe ich einen tollen Drohpunkt irgendwie. Also was wäre die bessere Strategie? Breite oder Tiefe, wenn man nicht auf der ganzen Ebene wirklich mithalten kann? Also tatsächlich muss man dieses Verhandlungspotenzial sehr viel stärker nutzen. Wir haben ja aktuell die Diskussion, sind wir zu abhängig von bestimmten Regionen und eben jetzt insbesondere von China, wenn es um die Zulieferung geht von bestimmten Inputs. Jetzt aktuell kriegen wir nicht genügend Chips und so. Wie müssen wir uns da besser aufstellen? Und an der Stelle ist es gar nicht so, dass wir alles selbst machen sollten. Bestimmte Sachen können wir auch gar nicht selbst machen. Wir können keine seltenen Erde selbst produzieren, haben wir einfach nicht. Aber wir müssen eben schauen, dass die, von denen wir es haben wollen, dass die dann auch was von uns haben wollen. Und an der Stelle muss man dieses Verhandlungsspiel einfach sehr geschickt spielen. Wir müssen schauen, dass wir wirklich in einigen Bereichen weiterhin sehr gut sind oder noch besser werden. Da sollten wir den Binnenmarkt sehr viel stärker nutzen, um dann auch die Standards zu setzen. Ich meine, warum ist Größe für die so wichtig und so ein entscheidender Vorteil? Weil sie halt schnell an die Standards setzen können. Hier müssen wir sehr viel stärker uns in Europa auf unseren Binnenmarkt fokussieren und schauen, dass wir das zu unserem Vorteil nutzen und ansonsten Bargaining-Chips generieren, mit denen wir dann auch ins Verhandlungsspiel reingehen können. Verstehe.
Gabriel, noch eine Frage an dich. Ich meine, so Handelsabkommen haben ja eine gewisse Exklusivität oder man kann ihnen eine gewisse Exklusivität verleihen. Also man kann sagen, also die Frage Zutritt und Überlappung und wie sozusagen eine freie Handelszone mit der anderen kooperiert oder kollidiert, ist ja ein bisschen auch eine Wahlentscheidung. Und was soll Europa machen, wenn einer von beiden das Messer auf die Brust setzt? Wenn die Amerikaner sagen, mit uns, aber nur mit uns. Oder wenn die Chinesen diese Strategie einsetzen. Das ist ja ein schon potenzielles Bedrohungsszenario, oder? Ja, absolut, das wär ein Albtraum für die europäische und für die deutsche Volkswirtschaft. Und man muss das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vermeiden, dass man sozusagen die Wahl zwischen Pest, würde ich sagen, nicht mal Pest und Cholera. Die Cholera kann man überleben, die Pest ist tödlicher. Also ich glaube, dass das muss man wirklich alles darauf anlegen, dass das nicht passiert. Und wir haben ja auch gar keine so schlechten Karten. Nicht? Das Bild, das uns Clemens Fuß gezeigt hat, ist ja auch ein bisschen tröstlich. Es ist ja nicht so, dass Europa hier sozusagen weit abgeschlagen wäre. Wir müssen fit for purpose, Binnenmarkt, das ist alles gesagt, ne? was wir brauchen. Jetzt ist die Frage, wie man da vorankommt. Nicht? Und das sind ja die eigentlich schwierigen Fragen. Drohpunkte zu entwickeln, fein, ja? Schön wäre es, wenn wir sie haben. Wer entwickelt sie denn? Der Thierry Breton, der irgendwo sagt, hier sind, wie viel braucht ihr? 10 Milliarden, 20, wir besorgen die und ihr entwickelt dann irgendwas. Nicht? Das fürchte ich, wird nicht funktionieren. Es muss schon sozusagen aus einem dynamischen Marktgeschehen heraus entstehen. Und wie man dafür sozusagen die Bedingungen schafft, das ist sozusagen die zentrale Frage. Und da muss die Diskussion jetzt ganz schnell, ganz intensiv beginnen in Europa und sich befreien von alten Stereotypen. Industriepolitik à la Française, glaube ich, jetzt zu germanifizieren, wird keine gute Strategie sein. Aber ja, das sind die großen Herausforderungen. Aber mit dem Ziel, ganz klar, diese Wahl zwischen diesen beiden Übeln gar nicht erst aufkommen zu lassen. Verstehe. Vielleicht